Und das sollte dann auch langsam reichen. Ich glaube, ich muss echt warten, dass die spawnen. Also die da rumklicken haben. Bevor ich den nächsten aktivieren kann. Jupp. Sicherheitshalber mal speichern. Meint ihr? Bei Angroschbart. Komm schon. Ja. Okay, der Klingenhakel. Und Gladys wird hier Candidus im Nahkampf angegriffen. Rennen wir den mal weg. Das bin ich. So. Sanyasa Fegra. So, den hat's ordentlich aus den Latschen gehauen, den Goblin da hinten. Eine Einbeere, nicht schlecht. Nüsse, blutiges Beil. Kurzbogen Zähnen. Sprich, Freund. Oh, eine Keule mal zur Abwechslung. Ja. Und ein Einbeersaft ist auch nicht schlecht. Sprich, Freund. So. Dann haben wir wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Nicht, dass wir Geldprobleme hätten. So, jetzt können wir die Quest abgeben. Ups. Was wollte ich ihr noch beibringen? Ausdauer. Dass sie wenigstens etwas mehr Ausdauer hat. Weil fernkampfmäßig könnte sie mit der Armbrust noch den Scharfschützen lernen. Ah. Das wäre sogar besser als der gezielte Schuss. Ja, das würde Ausdauer rechtfertigen. Aber ich glaube, das müsste ich bei dem Jäger hinten lernen. Dann gehen wir doch erstmal zu dem Jäger, dass sie bei ihm gezielten Schuss lernt. Na klar. Also. Sprich, Freund. Scharfschütze lernt. Und ich glaube, bei Gwendala könnten wir den den gezielten Schutz auch rausschmeißen.
So, mal sehen. Also erstmal Fernkampf. Scharfschütze, weil Pfeilhageln finde ich nicht so toll. AW, was war nochmal? Ausweicht nach so. Ja, weil es halt zwei sind. Aber trotzdem, Pfeilhagel braucht 20 Ausdauer und das braucht 22. Und das ist immer noch am besten, weil es wenigstens auch eine Wunde schlägt und die Rüstung ignoriert. Das hier halbiert halt nur die Rüstung. Könnte Gwenda da auch noch eine Konstitution geben und noch einen Ausdauer. Aber ja. Also Balsam, Clarocorum. Armatrutz ist wichtig. Warum Barum schwerer Arm wäre eigentlich auch nicht schlecht, das reinzupacken. Blitzdicht find. Hält nur 10 Sekunden, was nicht lang ist. Warum Barum hält 30? Konstitutionsding will ich auf jeden Fall, aber erstmal hilfreiche Tatze. Oder ich gebe ihr auch einen Fulminictus. Aber nee, sie braucht das eher zum Heilen und zum Buffen. Falkenauge Meisterschuss. Attributo Konstitution. Nur ein Attributo pro Person. Da könnten wir noch Dings Attributo Finger Gewandtheit lernen. Das wäre dann für die beiden nicht schlecht. Was kostet eigentlich ein Attributo zu zaubern? Nicht viel, nur 7, aber 7 Astralpunkte. Es ist ja praktisch, dass wir nochmal zu dem Goblin gehen, der soll uns dann noch Attributo Gewandtheit für Gladys und Gwendala beibringen. Also Gwendala den Gewandtheitsattributo, damit sie den auf Gladys und Gwendala sprechen kann. Ja. So, Attributo Gewandtheit, genau. Sprich, Freund. Und ja, ihr Ausweichen. Darauf sparen wir jetzt AP, dass wir ihr Ausweichen auf 3 bringen können. Da sind wenigstens bei beiden das Ausweichen hoch genug. Weil ich glaube, Meisterschütze kann der Jäger uns nicht beibringen. Müssen wir mal gucken. Attributo Gewandtheit noch da rein. Weil Falkenauge Meisterschuss ist auch nicht schlecht. Zauberfähigkeitspunkte plus 1 mal 10 Sekunden. Also ist es im Augenblick 11 oder 10 Sekunden. Also ja, wie gesagt, erst möchte ich die Sonderfähigkeiten lernen, bevor ich da die Zauber richtig booste. Oh, ihr seid zurück. So, was kannst du uns beibringen? Oh, Meisterschütze könnte er uns sogar beibringen. Mein Atem geht ruhig. Ah, dafür brauchst du noch die Fernkampfbasis von 9. Ah, oh, bestimmt, ja. Alles klar. Ja, halt. Doch, ja. Du kannst aber die lernen.
Ja, für 9 brauche ich. Achso, dafür steigern wir ja die Körperkraft. Bei Intuition ist 16. Fingerfertigkeit. Weiß ich gerade gar nicht. Zählt das mit dazu? Whatever. Also Intuition, Fingerfertigkeit und Körperkraft war es, gell? Ja. Ich könnte auch den Bogen noch steigern. Dann steigern wir erstmal ihren Bogen auf Maximum. Also ja, Körperkraft braucht sie noch. Wie sieht es eigentlich bei uns beiden aus? Aufgepasst. Also, Vorgrim braucht noch Hammerschlag und das war's eigentlich bei ihm. Das heißt, alles Weitere können wir irgendwo in Punkte reinpacken. Oder halt in Attributspunkte, besser gesagt. So. Gucken wir mal, ob wir die Goblins noch einmal spawnen können. Jetzt, nachdem wir das alles gemacht haben. Nein, die liegen noch da rum. Okay. Und ja, ich weiß, das ist ein bisschen Power Gaming, was ich jetzt schon betreibe. Allerdings kann man das, glaube ich, nur 5 oder 6 Mal machen. Die Goblins da abgrasen. Und ich habe es ja schon 4 Mal jetzt, glaube ich, gemacht. Also könnte ich es wahrscheinlich nur 1 oder 2 Mal tun. So, das heißt erstmal mal wieder zu Mutter Süßen. Ja, erstmal sich verlaufen. Ja, der großartige Händler steht hier auch nicht mehr rum gerade. Nochmals vielen Dank, dass ich... So. Safe machen. Das sollte ich mir in dem Spiel sowieso viel öfter, als ich es tue. Das Spiel ja so gerne. Mann, ist die Hitbox komisch. So. Ins Labor will ich nicht. Ich will zum Bürgermeister. Da seid ihr ja wieder. Gibt es etwas Neues? Ja, ich habe eure Aufgabe erfüllt. Tatsächlich, das sind die gestohlenen Miniaturen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Was? Wartor von Eichenschlag wird gewiss erleichtert sein. Also gut, von mir aus nehmt die Stadtwache und räumt diesen lästigen Haufen Plünderer aus. Das war alles. Lebt wohl. Ja, die Plünderer. Überzeuge den Bürgermeister. Stipwitz hat eingewilligt, die Wache für den Angriff auf die Plünderer freizustellen. Bringe Stipwitz das Diebesgut. Habe ich gemacht. Gut. Mobilmachung. Der Stadtrat von Talon will die Wache. Gib dem Hauptmann Bescheid. Ich habe alle Mitglieder des Stadtrats überzeugt, der Wache den Befehl zum Angriff zu geben. Wie sollte der Hauptmann die gute Nachricht überbringen? Ja, aber wenn wir schon in Talon sind, Hallo, Ratte. Wenn wir schon hier in Talon sind gerade, könnten wir uns erstmal wieder verlaufen. Ah doch, nee, doch, wir sind richtig. Hier ist nämlich die Karte.
Mit der Karte können wir jetzt einfach mal in die Grafenstadt reisen. Wie gesagt, das Schöne ist, Talon ist jetzt immer für uns offen.